trajectory. Kreis! Kreis, wo steckst du? Guck mal, ich komm von hier aus dran! Wie, was? Kreis, was machst du da hinten? Guck mal, ich treff genau in die Schüssel! Siehst du? Moment mal, urinierst du da rein? Ich mach Wasser! Wie jetzt, du machst Wasser? Nein, aber doch nicht so, Kreis, der sammelt Wasser aus der Atmosphäre, aus der Luft und so. Trinken wir jetzt schon seit 2 Tagen deinen Urin? Das macht richtig Spaß! Wieso erst seit 2 Tagen? Wir sind schon länger hier. Ja, aber das Ding steht noch nicht so lange. Moment mal, willst du mir damit sagen, diese ganzen kleinen Päckchen sind wirklich nur dein Urin? Diese ganzen kleinen Dinger im Nahrungsschrank. Das ist leckeres Trinken. Das hat mit Urin Gott, ja nicht mehr Mann, viel zu tun. Ich werde jetzt in die Wüste ziehen. Sorry, ich muss mich leider von dir abkapseln. Es geht nicht anders. Wir müssen leider getrennte Wege gehen. Das ist leider... Guck mal hier, Alter, die Superbohrer, wie sie in die Erde rein lasern. Wir haben eine neue Mitteilung erhalten übrigens im letzten Dings. Ne? Was haben wir denn bekommen? Sentinel Corp, erstmal hier, deine Planetenspezifikation ist unbeansprucht, Bewohnbarkeitsgrad ist 0, Sektor blablabla, der Planet befindet sich im Sektor Zeta Prime, einem präzivilisierten Sektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um große Raumhäfen zu bedienen. Der Sektor zählt 842 Planeten, 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung. So, da, hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das Sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, Ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in Ihrer Kapsel und vielleicht in Ihren in Weltraumwracks finden, was? Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn Sie die richtigen Voraussetzungen erfüllen, das kennen wir doch. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie. Weißt du, irgendwie. Das ist doch alt. Das ist doch ein uralter Dreck, den wir hier. Also, ich dachte, jetzt heißt irgendwie sowas, sie wurden ausgezeichnet zum Planetenausbeuter des Jahres oder so. Ja, noch leider nicht. Wir haben noch nie jemanden gesehen, der so schnell einen Planeten großgezogen hat und dann wieder gebumst hat wie sie. Das wäre mal was Nettes. Das wäre mal so ein Ansporn, wo ich sagen würde: Ah, danke. Ja, danke, dass es Ihnen aufgefallen ist. Ich bin stolz, ne? Ja. Ja, den Planeten da drüben habe ich weggebumst. Ich bin sehr stolz auf meine Planetenvernichtungsskills. Ich bin sehr stolz auf meine Vernichtungsskills. Ja, ich mache gerne Planeten kaputt. Was ist das denn hier? Zerlegte Sonnenkollektoren Stufe 2. Ach, die kann ich auch zerlegen. Interesting. Alles mitnehmen. Wir brauchen halt mal einen besseren Zerlegermann, ne? Das ist halt... Hier ist noch ein bisschen Alu, hier ist noch eine Kiste. Oh, halt ja, mal noch so ein Altzerleger. Eisen brauchen wir auch, ne? Deswegen nehme wir brauchen die alles im mit. Moment. Wirklich absolut alles. Wir sind an einem Punkt angekommen. Viele sagen, es sieht nicht gut aus, Jungs, ne? Sieht nicht gut aus. Vor allem, wie schnell dann doch so Eisen und so leer geht, wenn man ja, sich so... Ja, man denkt, man hat so einen riesen, fetten, geilen Vorrat und ist der Tschekolech, aber man ist nichts Tschekolech. Wir haben halt auch jetzt schon mittlerweile viel Zeug, ne? Wir sind nicht mehr nur so ein kleines Unternehmen, sondern wir sind halt schon Big Business im Planet Craften. Immerhin haben wir Atomenergie und so ein Kram. Erstmal ein bisschen Luft schnappen, damit ich hier, weil diese gute Filterluft von Kreis Industries, ich kann gar nicht mehr diese reguläre, normale Luft atmen. Hier warst du schon, ne? Oder? Hier hast du so ein Ding gebaut, so eine Kapsel hier im Canyon in der Mitte in dem Raumschiff. Genau, da habe ich Aluminium gefarmt und irgendwo weiter hinten ist ein bisschen Uran gewesen. Ein bisschen? Also für 6 Stäbe? Ja, kistenweise. Ja, kistenweise Uran. Musst weiter rein, aber da irgendwann wird's unangenehm. Aber im Raumschiff drin warst du auch schon? Weiß ich nicht. Kann sein, ich weiß es gerade echt nicht. Es sind auf jeden Fall leere Kisten drin, aber hier liegt trotzdem noch gut Zeug. Ja, man kann ja auch nicht alles mitnehmen, ne? Naja, aber meistens geht man dann einfach nochmal und nimmt zum Beispiel den Mikrochip mit. Hast du Mikrochip gefunden? Ja. Ne, ich war ja noch nicht richtig drin. Ich hab da nur an der Spitze geleckt. Ich hab nur an der Spitze ein wenig geschlabbert. Boah, hier ist super viel Kram noch. Ja, dann war ich ja nie richtig drin. War so ein kleiner Erkundungstrip, wo ich ein bisschen halt Spitzenlecken gemacht habe. Ah,
Aua. Ich dachte, ich kann mein Jetpack irgendwie nutzen, aber... Du hast ein Jetpack? Klar. Alter, warum hast du sowas alles? Weißt du, ich renne hier noch zu Fuß. Ja, so, ich bin ein Mann, der durch... Deswegen haben wir keine Materialien. Oh, es musste alles für meine Jetpack-Forschung draufgehen. Naja, dafür bringe ich halt Zeug mit und lass es nicht so liegen. Ich bringe auch was Zeug mit. Kisten sind. Ich war ja da hinten noch nie richtig. Hier, Bildschirm mit Karte. So, hast du jetzt davon. Das hat sich doch wieder automatisch freigeschaltet. Nein, habe ich eben gerade mit einem Chip. Ich brauche Uran und Stab. Ja, oh Gott. Hier und das, das und so eins. Ja, wir haben aber gar keine Stäbe, wir brauchen Iridium. Überhaupt nichts mehr in Iridium. Komplett leer. Ja, ich habe halt jetzt erstmal da im Dings rumgeforscht und einiges gutes Zeugs gefunden. Tja, ein Jetpack ist für mich noch in weiter, weiter Ferne. Ich habe noch ein paar Legierungen, glaube ich. Was du auf jeden Fall mitbringen kannst, ist Titan. So, erstmal sortieren. Ich habe super viele Samen. Alu? Alu habe ich auch. Keine Samen. Wo war denn... Hier ist nochmal Eisen. Also rein theoretisch bräuchten wir eine neue... Titan. Neue Kiste für Samen, weil wir so viel Samen haben. Nahrung erstmal rein. Hier in das Iridium-Fach packe ich auch noch 2 Superlegierungen rein. Nein, wir brauchen Iridium, sonst kann ich dir eh kein Jetpack draus machen. Wird das auch wieder zurückgehen und Kram holen. Kobalt. Ja, hol doch Iridium. Das war ich da hinten schon zu sehr im Gange. Hä? Das ergibt immer keinen Sinn, wir brauchen Iridium. Ich gehe aber woanders hin. Weißt doch, wo es das gibt. Dann renn doch da schnell hin und hol da dir ist doch gar nichts mehr drin. Haben wir die nicht leer geräumt, die Höhle? Na, da wird schon was sein. Das packe ich halt. Wir haben Stoff haben wir auch noch nicht einzeln, ne? Nee, jetzt dann müssen wir... Iridium. Du kannst ja noch einen Schrank machen. Wir haben ja genügend Platz jetzt. Ich mache jetzt erstmal hier Entschlüsselungen. Großes Wohnmodul. Ja, das kostet auch ziemlich viel Zeug wahrscheinlich. Ja. Eine Gebietsleuchte. Abbaugeschwindigkeit Stufe 4 Mikrochip. Was hab ich eigentlich? 3, ich hab Stufe 3. Ich auch, aber jetzt, da brauchen wir auch Osmium für. Das ist jetzt Next Level steht dann schon. Und Osmium ist da hinten, wo ich bin. Vielleicht kann ich ja was mitbringen. Wenn das Ding geschmolzen ist, da muss ja irgendwie so eine Temperatur auf dem Planeten erreicht sein. Ja, ich wollte gerade sagen, brauchen wir erstmal Temperatur wahrscheinlich. Was halt gut wäre, da müssten wir nicht so viel kleinen Scheiß suchen, wäre, wenn wir jetzt diese Abbaubohrer bauen würden. Ja, du musst aber trotzdem immer zu den Bohrern wieder hin. Ja, aber trotzdem füllt sich das ja erstmal so. Wir können ja erstmal auch welche direkt vor der Basis machen. Die machen dann schon mal Titan, Eisen und so ein Kram. Holen die ja schon mal weg. No? Ja, die bauen eh, wenn du die jetzt hier im Iridiumgebiet zum Beispiel baust, bauen die ja eh nicht pur Iridium ab. Nee, ja, aber... Oh. Musste ich mir damals dann immer so Müllkisten daneben stellen. Genau. Ich glaube, ich habe eh super viel Iridium gefunden. Ja, ich bin in der neuen Iridium-Höhle. Ich bringe also ordentlich mit. Ich bin gerade auch schon am Sammeln. Ich habe Osmium. Das Eis, es schmilzt. Hier drüben. Aber noch nicht genug. Ist nur so angetaut. Aber ich komm durch. Nice. Ist noch eine Kiste mit Zeug. Ich hab Schwefel. Oh, Schwefel ist gut. Schwefel ist mega gut.
Neue Nachricht, das schreiben sie direkt. Wir haben gehört, dass ihr im Besitz von Schwefel seid. Ja. Das ist wie, wenn ich nicht weiß, ob Keyshaw da ist oder nicht, dann starte ich einfach Star Wars oder so und dann kriege ich direkt eine Nachricht so. Was wann aufnehmen? Lass mal Star Wars ballern, voila. Aber auf Couscous-Gang-Basis. Auf Couscous-Basis. Schön auf Ellenbogen. Ich überlege, ob ich hier nicht einfach so eine fortgeschrittene Werkbank baue und dann mache ich stellenweise schon Iridium zu Stäben und sowas, weißt du? Einfach für den Transport. Ja, gut, aber dann musst du es ja hier wieder auseinandernehmen. Wir brauchen das auch einzeln. Ja, eine Mischung mache ich dann. Weißt du, so eine Mischung. Weil jetzt würde ich zum Beispiel die 10 Dinger, die ich hier habe, zu einem Stab verwandeln für ein Jetpack. Das ist ja das nächste Ding, was ich mir machen will. Hier ist noch ein Raketentriebwerk drin. Achso, das ist von, hast du gebaut? Das habe ich gebaut. So, siehst du, dann machen wir hier noch. Wie schnell der Onkel das hier alles wieder auffüllt, ist ja Wahnsinn. Die Schränke gleich schon wieder voll. Ist da einmal spazieren. Einmal dahin, wo die guten Sachen sind. Mit der Kutterschaufel bist du ein bisschen spazieren gegangen und mit dem Kehrwisch. Mit der Kutterschaufel rein, ja. Schön mit dem Kehrwisch zusammengefegt. Ajo, das hätte ich zusammengefegt gestern. Ach, hier ist der ganze Stoff, nehme ich mal raus. Samen. Dann hole ich mir mal eben noch 3 Dinger hier. Dann nehme ich mir noch genau. Dann mache ich noch hier Vorratsschränkle. Schöne Schränkle. Da hätte ich schöne Schränkle gebaut. Gebaut. Ja, aber die reden halt so wegen Zeitersparnis. GE ist einfach zu viel. Du musst auch gebaut sagen. Mensch, gebaut. So, die Bayern reden extra so, dass es ist so durcheinander, dass sie immer sagen können, ja, habe ich dir doch gesagt. Und dann sagst du, nee, also ich habe da was anderes verstanden. Ja, was du verstehst, was ich gesagt habe, wie es ist. Hab's du gesagt, ja, 2-2. War oben bei der hohen Nachricht gewesen, ne? Und 2-0 hat gespielt, ey. Was wäre gespielt, ne? So, ich hab Ossi. Stein. Ja, hast du viel, dann mach gleich einen Schrank. Ich werde jetzt sehr viel mitbringen, sagen wir es mal so, weil ich hier hinten den Schrank hin. Dann es mach wird, gleich auch Schränkle. Es wird viel werden. Osmium. Was brauchen wir das nochmal? Weiß ich nicht. Wenn ich gerade irgendwas, wofür wir es brauchen. Ja, irgendwas war da, ne? Wo wir gesagt macht haben. Macht aber erstmal den Dings, ne? Macht ihr erstmal das Jetpack fertig, damit die Materialien weg sind, sozusagen. Fürs Biolabor brauchen wir Osmium. Aber wo ist jetzt das ganze Jetpack-Zeug? Bei Iridium drin. Wenn du es da reingeschmissen hast, ist da alles drin, ja. Superlegierung braucht man. Brauche ich denn alles? Als wir gelandet sind auf dem Planeten, war hier so ein Typ mit so einer roten Kappe und der hat immer gesungen, ich will der Allerbeste sein, aber den haben wir sticken lassen. Ja, den haben wir direkt getötet. Wir haben dabei gelacht, wie er gestorben ist. Ja, haben ihm dabei noch Kürbissamen in den Rachen gesteckt, damit es schneller geht. Davor, du kriegst so Kürbissamen in die Kehle gewämst. Ja, klar. Seine rot aufgequollenen Kürbisaugen. Werde ich nie vergessen, das war ein Quell der Freude. Als wir ihn ohne Helm rausgeworfen haben, in der Atmosphäre geplatzt. Wie kleine Knackernüsschen. Da habe ich erst verstanden, was Freude wirklich bedeutet. So, wir haben jetzt so viel Iridium, dass wir voll sind. Ja. Wir brauchen eigentlich einen Schwefelschrank noch, weil ich kann auch da einen Haufen Schwefel anschwafeln. Das ist auch gut. Soll ich so viel Schwefel mitnehmen, wie ich tragen kann, ja? Alles, alles. Das sind alles diese Tier-3-Dinger, ne? Und so, oder, also noch mehr, teilweise Osmium, Schwefel. Irgendwann baust du im Prinzip nur noch mit Osmium, Superlegierung, Schwefel. Aber wie geil es einfach ist, ne?
Sich am Schwefel zu berauschen? Generell einfach den Rausch zu lieben. Ich habe mir die Bio-Kunststoffklumpen in Schwefel mit reingepackt. Es regnet wieder. Geil, Mann. Mhm. Was gibt's denn als nächstes? Wann gibt's hier mal einen dickeren Rucksack? Boah, das dauert. Da brauchen wir viel mehr Bohrer. Wir müssen Bohrer eigentlich jetzt rausschmeckeln. Wie blöde. Ich glaube, da mache ich mir jetzt mal ran. Also kannst du wieder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, es sind 4 für Bohrer. Dann brauchen die was nochmal hier? Dicken Bohrer. Zweimal Eisen, zweimal Titan. 1, 2, ein Bohrer, zwei Bohrer, drei Bohrer, vier Bohrer. Dieses Jetpack, ne? Das ist total scheiße. Weil du, wenn du hoch bist... Ein Bohrer, zwei Bohrer, drei Bohrer. Wir brauchen Titan. Wenn du hoch bist... Oh, wie geil ist das? Fängt doch gerade im echten... Im Real Life fängt es gerade auch voll an zu regnen. Wie cool ist das denn? Weil du dein Real Life terraformst. Boah, viele sagen ja, dass das, was hier passiert, eigentlich gar nicht nur Fiktion ist, sondern dass du halt im echten Leben auch... Wir haben da so einen Anschluss geschaffen, irgendwie. Aber guck mal, das ist das Ding. Guck mal, wie er jetzt auf 2,6 stehen bleibt, quasi, ne? Ja, aber jetzt oder gleich ist mal Stromausfall? Nee, aber jetzt gibt's auch gleich mal wieder richtig Tinte auf dem Füller. Na komm, das nehme ich jetzt trotzdem noch mit, damit es hier einfach nicht... Ich muss das hier schon... Denn, wie viel oh, hier unten entsteht so ein kleiner Fluss. Ist geil. Wird schon der Boden so ein bisschen... Da sammelt sich schon ein bisschen was. Voll auf die Düse. Ups, der Düsendeal. Kennst du noch die Serie? Ups, der Düsendeal. Ups, der Düsendeal. Oh, ist auch noch geht um junge Frauen, die sich auf Düsen setzen. Oh, ich weiß nicht, auf die große traue ich mir nicht. Ich suche Titan. Ey, nee, ich baue jetzt so ein Bohrer. Das wird das nächste, so ein Raffineriebohrer. Einfach damit. Nur einfach Titan, weil wir brauchen immer so viel Titan. Titan ist immer leer und irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit der Gegend los ist, aber Titan ist auch aus irgendeinem Grund super selten. Ja, die Leute lieben Titan. Das ist so wegen diesem TikTok-Trend. Titan-Talk, ja, steckt der Titan Ohrloch. Hinten ins Poloch. Achso, ich dachte Ohrloch. Ups. Ups, der Düsendeal, da hat er wieder zugeschlagen. Hat er wieder zugeschlagen, der alte Düsendealer. Hier ist Zeugs. Die Düsen kaufen oder ein Triebwerk? Der Düsendealer. Könnte man beim Jetpack irgendwas einstellen, so wie nach oben düsen und nach unten nein, düsen? Nein. Das Jetpack reicht jetzt erstmal nur für so über den Boden havern. Für mehr reicht das so ein bisschen nicht. Habanero, ne? Ja. Ein wenig Bodenhabanero. Bewässerung niedrig. Da muss ich mal kurz hier an die Pisskammer. Ja, Eigenurin Space wieder ein bisschen Dixie schlabbern. Klo. Space Dixie Klo. Oh, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Titan in der Hose. So, meine Freunde. die Samendings, Alter, ist quasi auch voll, ey. Ja, wir müssen vielmehr jetzt halt auf Bio-Labormasse und sowas gehen. Ah, kein Alu? Ah, hier Eisen. Eisen habe ich gefunden. So. Ah jo, wenn ich Eisen gefunden hat. Ist noch eine Kiste? Ist die geplündert oder ist die leer? Oh, da ist ja noch voll viel Zeug drin in der Kiste. Das kannst du halt alles gar nicht mitschleppen. Nee. Moment mal, kommen hier neue Kisten auch? Ja, oder? Es regnet auch Kisten von abgeschossenen Kreis-Industry-Schiffen, weil hier sind jetzt Kisten, die haben wir doch definitiv schon gelootet. So, auf dem Weg von unserer Basis zur Kapsel. Liegen einfach so offensichtlich auf dem Weg und sind voll mit Zeug. Weiß ich nicht. Ja, kann sein, vielleicht schießen die so noch Kisten runter oder so, weil sie sagen, hey, what the fuck? Prinzipiell ist uns erstmal hier alles auf dem Planeten scheißegal. So,
Oh, guck mal, jetzt sind wir schon direkt bei 3 MTI. Nur weil ich hier ein bisschen, na, ich sag ja, einfach ein bisschen reinzundern. Ich mache jetzt auch nochmal einen eigenen Schrank für Uran, weil es sich ja auch langsam sammelt hier. Einfach mal hier hinten rein. Hier wird richtig wild geterraformt bei uns zu Hause. Ohne Forming kommt uns nichts ins Haus. Ich esse auch keine natürliche Nahrung mehr. Nee, ich esse auch keine. Alles, was nicht irgendwie chemisch hergestellt wurde, ist für mich prinzipiell erstmal Abfall. Ich mache jetzt hier so einen Titansauger. 3, 5. Oder wir tauschen. Warte mal, ich weiß, was wir machen könnten noch. Alles 9 oder 10, die man brauchte? 9. 9 brauchst du für Dings. So, dann Legierung und Titan. Legierung. Titan. Und noch Alu und Osteoporose. Nicht durch, nein, nein, egal. Dann packe ich nämlich jetzt Essen und Essenssamen in den Essensschrank sozusagen, weißt du? Damit ich die... Dann haben wir hier quasi Pflanzen für sich selbst sozusagen. Das nenne ich jetzt auch Pflanzen. So, ich habe hier einen super Habanero. Craft your first ore extractor, habe ich ein Achievement sogar bekommen. Gab es früher keine Achievements, weil das habe ich 100% schon gemacht. Ja, keine Ahnung. Hast du auch ein Achievement bekommen? Nee. Hm. So, hier habe ich noch ein bisschen Magnesium. Ein bisschen Magnesium. Ja, guck, wie schnell es wieder alles weggeht. Es wird Zeit, dass wir hier im großen Stil die Welt ausbluten lassen. Ah, aus dem alten Pissding was raus. Ist man schneller laufend oder schneller mit einem Jetpack? Ich glaube, im Jetpack bist du dann auch schneller. Und es ist cooler, aber, ne? Ja, auch. Aber ob du damit jetzt weltverändernd unterwegs bist, kann ich dir jetzt nicht sagen. So, ich will jetzt noch mehr High-Quality-Materialien. Was soll man High-Quality ran? Ja, wir brauchen aber auch Grund-Quality, ne? Sonst. Naja, ich habe ja den ersten Extraktor. Davon werde ich jetzt einfach 4, 5 hinstellen und dann sollte da eine Menge eigentlich rauszuziehen sein. Also, so habe ich es früher schon gemacht und für die Basics habe ich da ordentlich was rausgenuckelt. Musst du erstmal die Basics machen, ne? Erst musst du die Basics machen. Bevor der da jemand in den Hals scheißt. Ich bin auf der Zugspitze, nee, auf dem Mount Everest war der, ne? Auf dem Mount Everest war der, ja. Musst du hustlen. Von der Zugspitze wäsch. Was sind auch so Erscheinungen, ne? Schwupp. Eine Zeit lang hörst du jeden Tag davon und dann... Ja, aber die gibt's alle irgendwie immer noch. Die leben immer noch alle davon. Von dem Quatsch. Ja, ja, na klar. Machen. Aber trotzdem sind sie dann irgendwie nicht mehr so präsent, ne? So irgendwie der Algorithmus. Ja, klar. Oh, Goldkischt. Hast du eine Goldkischt gefunden, oder? Ah, Goldkischt gefunden. Da ist ein Triebwerk ist da drinne. Von der Mount Everest, oder was? Von Mount Everest runtergefallen. Faller. Faller ist das. Ist das. Muss man hier noch Nahrung essen? Da ist ein goldener Samen drin, goldene Statue, Iridium, Triebwerk und Superlegierung. Kriegt man was, wenn man die auseinander nimmt, die goldene Kiste? Ja, kannst du auseinander nehmen, ja. Aber was gibt das? Aluminium, ja, und Legierung? Nichts Besonderes, oder was? Ja, nichts Besonderes. Egal, dann schmeiß ich es aber Silizium erst. Da hascheln halt, ne? Oh nein, war das jetzt ein Fehler? Aber, ah, Mist. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Großen Fehler. Ich glaube, ich habe mich getötet. Ich weiß es aber nicht. Ich bin nämlich hier so über das Eis rüber habanerot. Ich könnte eventuell auch drauf gehen. Oh ne, ich schaff's zurück. Alter, ich kann mich hier so durchglitschen. Okay, das ist nice. Ich habe sehr kritische Sauerstoffmangel. Hast du schon den großen Tank? Ah. Ich habe nämlich einen 370er, ne? Echt? Ne, ich habe nur einen 280er Tank. Ja, du fährst noch mit dem 280er raus, ja klar. Mhm. Hast halt nichts als schöne Bubi-Fresse. Ey, jetzt fängt schon mal wieder an zu regnen hier. Kommt der ganze Wascher von oben. Richtig Hals voll. Voll gesickt.
voll gesickt. Lass mich hier ein bisschen Sauerstoff tanky machen. Konnte man nicht irgendein Schiff von oben rein? Ich meine ja, irgendwas gab es da mal. Na hier, glaube ich, konnte man da nicht... Warte mal, von unten ging es nicht rein, aber hier so von oben, oder? Yes! Musst du hascheln. Zweimal goldene Kapsel? Wie zweimal goldene Kapsel? Ja, hier, die Statue, die da drin war, war auch nochmal goldene Kapsel irgendwie. Ah. Eisen habe ich nichts mehr. Titan. Du hast jetzt zwei goldene Kisten gefunden. Ne, eine. Aber so. da war dieselbe Statue drin, die in deiner war. Da stellst du dann halt neben meine. Uran. Planetenschänder des Monats. Iridium, da packen wir erstmal die Superlegierung noch rein, oder? Habe ich hier noch ein Alu? Ich habe jetzt richtig dick High Quality Leckerlis dabei. Cobalt, Magnesium. Silizium. Oh, hier noch einen goldenen Samen, du. Was bringt denn der Gültsamen? Der Samen der Marke Maulgült. Maulgold. Haben wir noch Brennstäbe? Drei. Weiß ich nicht. Hä, wo ist unser ganzes... Uran habe ich im Uranschrank hier hinten gepackt. So, okay, ich dachte schon. Junge! Ist das kaputt mal oder was? Dann mache ich jetzt nämlich noch ein Kraftwerk dahin, wenn wir noch ein bisschen Legierung haben. Weil der Strom schon wieder ein bisschen tight wird, wenn ich jetzt hier wieder auf Bohrer gehe und so ein Zeug. Ja, so ein ekliges Zeug, hat er wieder gesagt. Auf Bohrer und so ein Zeug, ey. Ja, auf Bora Bora habe ich kennengelernt. Eine Frau hat getanzt mit Hüfte so und Bastenröckchen. Sie hat so ein bisschen Basta-Quatscher gemacht. Bisschen Basta-Rock-Tanz. Sie hat so ein wenig Basta-Basta gemacht. So, jetzt muss ich mal eben, was kostet denn hier? Das Silizium noch, als das Silizium, ne? Das ist so eklig, ich mag das gar nicht. Das ist okay, wir brauchen eigentlich nur noch diese Grasverteiler. Pflanzenröhre ist eigentlich auch schon nicht mehr so wirklich sinnvoll, wenn du die Grasdinger machst. Wo wir recht schlecht sind, ist Wärme. Da sind wir recht kacke unterwegs. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir bei Wärme vorankommen. Aber die Heizungen kosten halt auch kräftig Schmeleck, ne? Ja. Wieso kann ich das hier nicht hinstellen? Ist doch irgendwie... Hin? Folge ist auch schon wieder rumgeschmeleckt. Ich wollte doch noch den großen Schmeleck hier aufbauen. Ich guck mal, was in unserer Schmeleckkiste so alles drin ist. Ja, doch, da schmeleckt langsam was rein. Braucht man halt einfach... Ups. Braucht man halt einfach mehr, weißt du? Braucht man wirklich viel, viel mehr von diesen Dingern. Dafür brauche ich noch einen Iridiumstab. Werde ich dann einen herstellen, aber nicht mehr in der Folge. Leute, wir sehen uns wieder in Le nächste Volk. Ja, in der letzte Episode, ne? So geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö! Oh, servus, ciao, geh. Okay.